Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um diesen wunderschönen Modifikator hier, nämlich Public. Und einen weiteren, den wir kennenlernen werden, nämlich Private. Private hat nichts mit der Bundeswehr in dem Fall zu tun, sondern etwas mit den einzelnen Eigenschaften, die wir hier finden. Okay, was ist Private, was ist Public? Naja, Private bedeutet, ich kann nur innerhalb meiner Klasse auf dieses Objekt zugreifen. Also sagen wir mal, ich packe meinen Radius, so wie sich das eigentlich gehört, alle tatsächlichen Attribute, also alle festen Werte, nicht die Funktionen, sondern wirklich hier nur die Werte, die sollten Private sein. Und jetzt kann ich nur noch innerhalb meiner Klasse Kreis, also hier drin, kann ich noch auf meinen Radius zugreifen. Das heißt, das geht in Ordnung, das geht in Ordnung. Aber ich kann nicht mehr außerhalb meiner Klasse auf den Radius zugreifen. Das heißt, das hier geht nicht in Ordnung. Das hier geht, weil Fläche ist ja public. Fläche greift aber intern auf Radius zu, ist aber trotzdem in Ordnung. Radius ist ja hier private. Das heißt, ich kann ihn immer noch in meinen Public-Methoden benutzen. Aber die Fläche selbst, die muss public sein, dass ich sie hier aufrufen darf. Aber hier haben wir ein Problem. Ihr seht es, wenn ich es ausführe, denn Radius ist private. Was bedeutet das jetzt? Ich kann hier meinen Radius nicht mehr verändern. Und das hilft euch sozusagen, dass ihr nicht aus Versehen mal zum Beispiel mit dem Pointer auf den Hans-Peter hier den Radius aus Versehen auf was Neues setzt und Hans-Peter sich nachher wundert, warum er plötzlich nur noch so klein ist. Ja, warum würde ich das also dann hier so machen? Beziehungsweise wie kann ich da vielleicht einen Workaround finden? Ich kann jetzt die ganze Zeit hier meinen Radius nicht mehr verändern. Nirgends kann ich den Radius mehr verändern. Naja, stimmt nicht ganz. Wir können ihn ja immer noch verändern. Wir können ihn ja hier drin verändern. Das heißt, wir schreiben uns jetzt hier einfach eine neue Methode, eine Void. Und die kann meinen Radius verändern. Also sowas wie setRadius macht man normalerweise. setRadius braucht natürlich dann auch einen floatR. Also den neuen Radius, den wir setzen wollen. Und wenn ihr das zum Beispiel nicht mit Z-Radius machen wollt, dann könnt ihr hier zum Beispiel auch Make Bigger oder Make Smaller oder sowas machen. Aber in meinem Fall machen wir jetzt einfach eine Set-Radius-Methode. Das macht man auch normalerweise. So, und jetzt habe ich aber hier die geile Möglichkeit, ich kann meinen Set-Radius ein bisschen besser kontrollieren. Ich kann nicht einfach, muss nicht einfach sagen, okay, du darfst jetzt hier deinen Radius irgendwie setzen. Das wäre, wenn ich ihn public machen würde, der Fall. Dann kann er irgendwie gesetzt werden. Sondern ich kann auch so Sachen machen wie if r kleiner oder if r größer 0, dann setze ich ihn nur. Also if r größer 0, also nur wenn der Radius wirklich auch größer 0 ist, denn irgendwie alles andere macht keinen Sinn. Ein Radius, negativer Radius, was passiert dann? Naja, gut, dann verschwindet halt mein Kreis. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen sagen wir, nur wenn der Radius echt größer als 0 ist, dann setze ich den Radius. Dann sage ich hier Radius gleich r. So. Und das ist auch wirklich schon sozusagen der Trick dabei. Wenn ich hier den Radius setzen möchte, prüfe ich, ob der größer ist als r. Und dann macht es natürlich auch hier keinen Sinn mehr, das so zu machen, sondern ich könnte hier jetzt auch einfach die setRadius-Methode benutzen. Das heißt, ich kann einfach sagen, setRadius von r. So, jetzt nehmen wir erstmal hier unten das Ding hier raus und ersetzen das auch durch die setRadius-Methode. Das heißt, wir sagen hier nicht mehr, wir setzen den Radius auf 1337, sondern wir benutzen die Methode setRadius und hier 1337. Okay. So, und jetzt kann ich das ganze Ding ganz normal ausführen. Wenn ich das jetzt hier ausführen würde, ja, hat sich im Prinzip gar nichts geändert, alles noch völlig da. Aber ich habe jetzt die Sicherheit, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Radius auf minus 1 setzen würde, und wir dann den Radius hier wieder, wenn wir uns wieder die Fläche angucken, dann sehen wir, dass wir zweimal dieselbe Fläche zurückbekommen hier. Warum ist das so? Naja, weil bei der setRadius-Methode von minus 1 hier einfach gar nichts passiert ist. Das heißt, ich habe hier tatsächlich Hans-Peter.Fläche immer noch auf dem Radius von 12 ausgeführt. Weil eben hier durch dieses if nichts passiert ist, also der neue Radius wurde überhaupt nicht gesetzt. Das ist das Tolle dran, das heißt, ich habe jetzt eine Sicherheit, mein Radius ist tatsächlich garantiert über 0, also echt größer als 0. Das heißt, ich habe keinen negativen Radius. Wohingegen, wenn ich jetzt den Radius nicht mehr auf private haben würde, also zum Beispiel public, wenn ihr hier übrigens nichts hinschreibt, dann, also wenn ihr gar nichts hinschreibt, dann ist es private. Das ist, als würde ich private Doppelpunkt hinschreiben. Aber ich schreibe trotzdem lieber private Doppelpunkt hin, weil dann ist es eindeutig für Leute, die sich nicht so gut in C++ auskennen. Okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Radius wieder auf public setzen würde,
und da nicht die Set-Radius-Methode benutze, sondern einfach den Radius ganz frech so setze, und zwar auf minus 1, dann schauen wir uns mal an, was passiert. Dann kriege ich jetzt hier nämlich eine Fläche von 3,14159 raus. Was ist das genau? Naja, Pi r Quadrat. R Quadrat ist aktuell minus 1 mal minus 1, was 1 ist. Also der Radius mal Pi, also 1 mal Pi, also Pi. Wir kriegen hier als Ergebnis Pi raus, und das ist natürlich offensichtlich falsch, erstens mal, und zweitens, ein Kreis mit minus 1 Fläche macht absolut keinen Sinn. Deswegen ist es viel besser, wenn wir hier den Radius zum Beispiel auf Private setzen. So, und dann können wir hier nämlich über den Radius gar nicht mehr hingehen, da kriegen wir einen Fehler, sondern wir müssen über die SetRadius-Methode gehen, also SetRadius. Und wenn wir hier jetzt minus 1 eintragen, dann wird hier einfach alles ignoriert. Wenn hier r größer, wird hier eben geprüft, ob r größer 0, und das ist dann eben nicht der Fall. Das heißt, wir setzen unseren neuen Radius eben gar nicht und ignorieren einfach völlig diesen Call, weil er einfach total schwachsinnig ist. Das ist der Trick dabei, und das ist auch wunderbar. So kann man einige Fehler vermeiden, und deswegen macht man auch diese Encapsulation auf Englisch bzw. auf Deutsch dann Kapselung. Diese Strategie hier nennt sich Getter und Setter, also wir setzen die Variable und wir lesen sie wieder, denn wenn wir sie lesen wollen, das geht jetzt leider auch gerade nicht, wenn wir hier einfach sagen, Hans-Peter.Radius wollen wir ausgeben, dann kriegen wir hier auch einen Fehler, weil Radius private ist. Das heißt, wir bräuchten hier theoretisch noch eine Get-Methode, eine logischerweise Float eigentlich, weil ja der Kreis hier als Float definiert ist. Das heißt, Float Get Radius. Braucht keine Parameter in dem Fall und macht einfach nichts weiter als return Radius. So, wenn ich das jetzt ausführe, sollte ich natürlich hier unten erstmal anfangen, die getRadius-Methode zu benutzen. getRadius, Klammer, Klammer, ist jetzt halt eine Methode, aber ja, funktioniert genauso. Das heißt, ich kann jetzt hier 12 ausgeben. Und der Radius ist theoretisch auch noch private, das heißt, ausgeben kann ich ihn immer, setzen kann ich ihn nur, wenn er größer als 0 ist. So solltet ihr theoretisch wirklich alle Eigenschaften oder alle Attribute hier setzen. Okay, jetzt kann ich natürlich auch noch andere Sachen machen. Ich kann auch private Methoden definieren. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, void, die, nimmt keine Parameter, macht auch irgendwie nichts. Außer, keine Ahnung, sowas wie cout, dead. Also nicht wirklich irgendwas, was Sinn macht. Wenn ich jetzt hier die Methode auf Hans-Peter aufrufen würde, wenn der jetzt hier die aufrufen möchte, dann kommt hier wieder der Fehler, dass die private ist und deswegen nicht aufgerufen werden kann. Aber wenn ich hier jetzt zum Beispiel in meiner Set-Radius dem armen Kerl mitteilen möchte, dass es gerade Schwachsinn war, was er gemacht hat, kann ich hier die die-Methode aufrufen, und hier geben wir wieder den Get Radius aus, damit es keinen Fehler mehr wirft. Das heißt, wir geben jetzt hier die die-Methode aus und haben hier ein dead 12 stehen. Also dead bedeutet einfach nur, wir haben als Output hier gerade gehabt dead, weil wir die die-Methode aufgerufen haben, wenn der Radius fälschlicherweise auf was Negatives gesetzt werden möchte, aber nicht gesetzt wird, weil wir es hier eben abfangen. Ja, sowas in die Richtung. Methoden private zu setzen, macht manchmal Sinn, aber mir ist jetzt gerade hier für den Kreis nicht wirklich ein sinnvolles Beispiel eingefallen. Okay, das ist es auch schon wieder. Deswegen gibt es private und public, und ihr habt gesehen, es hat tatsächlich seinen Grund, dass man das Ganze kapseln möchte. Vor allem, wenn man als Team arbeitet, weiß man natürlich teilweise nicht, oh, darf ich die Variable jetzt größer als 0 setzen oder wie darf ich die setzen, deswegen lieber Setter benutzen. Dort wird dann alles überprüft und ich kann das Objekt einfach benutzen, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Super, ich hoffe, es hat euch gefallen, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.